Stille Zeit. Diese Worte beinhalten so viel Potenzial. Auf der einen Seite beinhaltet es so viel Frust, aber auf der anderen Seite auch wieder so viel Kraft und Stärke. Und wenn es um dieses Wort geht, stille Zeit, tragen wir Christen verschiedene Mythen in uns. Es sollte früh am Morgen sein. Wir sollten mindestens eine Stunde stille Zeit machen, mindestens jeden Tag, und wir sollten schöne Gebete formulieren. Aber weißt du was? Es geht einfach darum, dass wir diesem Gott im Himmel unser Herz ausschütten. An einem Morgen in meiner stillen Zeit hatte ich so das Gefühl, dass Jesus mir die Frage stellt: Susan, was wünschst du dir? Ich war ganz erstaunt, einen Wunsch frei bei Jesus, und ich habe mir so viel überlegt, dass ich die richtigen Worte sage, dass ich schöne Gebetsanliegen formuliere und so weiter und so fort, bis ich zum Schluss kam und Jesus sagte: Schau mal, ich habe Stress. Ich möchte dies und das richtig machen und schön formulieren, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich auf meinem Herzen nur einen Wunsch, und das ist leider einfach ein ganz persönlicher, selbstsüchtiger Wunsch. Und weißt du, was erstaunlich ist? Es war okay für Jesus. Er möchte keine schön formulierten Gebetsanliegen, sondern er möchte das, was auf deinem Herzen ist. Und beim Beten stelle ich mir das immer folgendermaßen vor. Das ist so der dreckige Wäschesack, und du füllst ihn mit der dreckigen Wäsche, du stellst ihn vor die Haustüre, jemand holt es ab, wäscht es, wäscht deine Kleider, bügelt sie, faltet sie schön zusammen und stellt sie wieder vor deiner Haustür ab. Alles sauber, alles gemacht. Und genau das stelle ich mir vor, wenn ich bete. Ich leere Jesus einfach mein ganzes Herz vor ihm aus. Alles, was mich beschäftigt, alles, was mich bedrückt, alles, was mich bedrängt. Und ich weiß, er hört zu. Er ist bereit für das. Und er liebt es, wenn ich mit ihm spreche. Wir lesen in Sprüche 2, Vers 14, da heißt es folgendes: Versteck dich nicht wie eine Taube im Felsspalt. Bleib mir nicht fern, zeig mir dein schönes Gesicht und lass mich deine wunderbare Stimme hören. Jesus ist bereit, dir zuzuhören. Er möchte dich hören. Und wenn es ums Gebet geht, dann hat die Mutter von Jesus, Maria, sich erwiesen als eine richtig praktizierende Beterin. Weißt du wieso? Sie waren zusammen an einer Hochzeit, denn den Hochzeitsleuten ist der Wein ausgegangen, und sie hat das Anliegen genommen und am richtigen Ort platziert. Sie ist einfach zu Jesus gegangen und hat gesagt: Sie haben keinen Wein. Und Ole Hallesby in seinem Buch vom Beten sagt: Hier hast du den Sinn des Gebets, Jesus zu sagen, was uns fehlt. Und Fürbitte bedeutet, Jesus zu sagen, was anderen fehlt. Damit hat sie, Maria, die Sache von sich auf ihn übertragen. Und das finde ich eine faszinierende Wahrheit, die Sache von mir auf ihn zu übertragen. Ich muss nicht schöne Worte formulieren, ich muss nicht schon die Lösung haben für mein Anliegen und das beten. Ich kann einfach vor diesem Gott im Himmel mein Herz ausschütten, egal was mich bewegt. Und weißt du was? Jesus sieht lieber deine Faust, als wenn du ihm den Rücken zuwendest. Mach's gut. Tschüss.